Es ist klug von dir, die Hilfe des alten Vulgrim in Anspruch zu nehmen. Hä? Das war doch nicht dem seine Stimme gerade, oder? Also sorry, aber die hat... Hä? Nee, das... Was? Nee, oder? Das hat... Das hat sich gerade sehr, sehr ungewohnt angehört. Müssen wir jetzt... Warte mal. Ich kann ja nochmal auf die Karte gucken. Auf die... Nein, auf... Moment, was ist denn eigentlich hier? Statistiken... Oh ja, fast 11 Stunden. Ah, so lange im Kampf. 5-mal gestorben. Längste Kombination. Ja, ja. Kann ich mit leben. Achso, jetzt war diese Geschichte hier. Hm. Mal gucken, mal gucken. So, die Dinger sind weg. Hä? Ah, nee. Ah, ich verstehe. Kommen wir denn überhaupt nicht mehr hin, oder was? Nee. Keine Chance. Aber wo ist denn dieses... Warte mal, jetzt muss ich erst nochmal die... Hierher? Achso. Ja, easy. Vielleicht ist es ja doch da hinten. Ich gehe mal sicherheitshalber nachgucken. Da. Vielleicht... Ist ja hier was. Wir gehen allen Hinweisen nach. Weil, wenn wir irgendwas auslassen, ganz genau. Ach, komm. Glück gehabt. Puh, ich dachte schon. ich muss noch ganz kurz was gucken. Und zwar hier auf dem Desktop. Hallo, Explorer, was los? 200 GB noch frei. Das reicht noch ein bisschen. Ein ganz bisschen. Hallo? Boah, Alter, ich dachte schon. Ist da hinten vielleicht was? Womit wir arbeiten können? Ich weiß, dass es in so einem Tunnel war und das ist ein Ding für einen Enterhaken war hier. Was? Speicherdaten konnten nicht geschrieben werden. Bitte erneut versuchen. Daten. Ganz schnell mal hier sicherheitshalber speichern. Das macht mir doch etwas Angst. Ich kann immer noch nicht reiten. Aktuell will er irgendwie nicht. Hier. Trockene Straße. Ja, okay, dann können wir uns gerade das Ding hier eigentlich holen. Wenn wir eh hier sind. Was ist denn jetzt los? Dies ist kein Hinterhalt, Reiter. Ich bin allein. Ich, Uriel von der Höllenwache, Meisterin der Weißen Stadt, rufe dich, Reiter, zum Next Sacramentum. Närrin. Vor dem Schöpfer beanspruche ich dein Leben. Willst du auch dieses Gesetz entehren? Warum? Weil Abaddon sagte, dass du Ehre verstehst. Und weil er der Beste von uns war. Der Todesschwur kann nicht gebrochen werden, bis einer durch die Hand des anderen fällt. Ich nehme an. Oh, it's on, it's on. Alter. Ja, die rast direkt aus. Okay, die hat einen Todesschwur geleistet. Entweder töte ich dich oder du tötest mich. Das wird ja mal interessant. Boah, das ist nice. Da, 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 da.
Was hatten wir noch? Diesen Harpunen-Dingsbums, gell? Ja, wie weit geht... Oh, Alter. Das ist schon ein brutaler Angriff. Aber die hat's... Die ist auch nicht schlecht. Aber die hat ordentlich Wumms dahinter. Alter. Die legt ja richtig los, ey. Aber unsere... die hat uns schon Half-Life abgezogen. Aber unser Typ ist auch nicht schlecht. Du kannst mir gar nichts. Und noch viel mehr. Allerdings. Die sollte unser nicht unterschätzen. Das ist ein fieser Gegner. Okay, jetzt ist es. Jetzt geht's los. Willst du mich verarschen? Verteidige ich, sagt sie. Tja. Aber die hält sehr, sehr viel aus. Komm noch ein. Ich muss ganz kurz mal was ändern, und zwar... muss ich ganz kurz... Ah, die sind jetzt hier reingegangen. Okay. Was war denn das hier nochmal? Hört den Sch... Ach, Erhöht den Schaden durch Zornangriffe. Okay, dann mach ich das doch nicht weg. Eventuell. Komm schon. Was? Das war gar nichts. Ja. Ja. Worauf wartest du noch? Mach dieses Weib kalt. Krieg! Wage es ja nicht wegzugehen. Das Nex-Sakramentum ist mein. Ich entscheide, wann der Engel stirbt. Nicht du. Du hast einen Eid geschworen. Abaddon ist der Zerstörer. Lügner! Um dich zu schützen, hat er die Wahrheit vor dir verborgen. Du hast versprochen, deinem Herrn in die Hölle zu folgen, ohne zu wissen, was dich erwartet. Oder was aus ihm werden könnte. Abaddon... Ihr wurde betrogen und wurde zum Feind der gesamten Schöpfung. Ich war beim Baum. Seine Gabe war die Wahrheit. Und jetzt teile ich sie mit dir. Denk an den Todesschwur. Schon bald muss er erfüllt werden. Wie so ein Düsenjet sie gestartet. Nice. Ja, das war ein Kampf, du. Das war ein Kampf. Die hatte ordentlich was drauf. So, nächste Teil sehen alle dummerweise gleich aus. Ich schätze, das hat Design... Jetzt ist es auch in der richtigen Welt, ne? Gut.
2 dahin, 5 im Sinn, oder was? Boah, mach keinen Scheiß. Ich allerdings ganz gerne gerade mal gucken würde, ist Festplatte, wie viel Speicherplatz und so. Deswegen wünsche ich mal eine ganz kurze Unterbrechung und wir sehen uns sofort wieder. Oder vielleicht, wenn es vom Schneider passt, in der nächsten Folge. Aber ganz kurzer Cut und bis dahin. Na? Er will nicht? So, jetzt. Ja, da sind wir wieder. Bei Darksiders, falls eine neue Folge kommt, herzlich willkommen zurück. Falls nicht, ich habe noch ungefähr Speicherplatz für, ich sag mal, 6 Stunden. Also, das sollte reichen. Ne, wir haben ja nichts. Ich werde jetzt trotzdem mal ins Ascheland zurück, denn irgendwo dort muss es dieses Teil geben. Und definitiv nicht in der Richtung, in die wir gelaufen sind, denn wir sind in ein komplett anderes Gebiet gelatscht gerade. Sorry. Ja. Müssen wir mal gucken. Ich find's gut. Übrigens, ich weiß nicht, ob das geht, wenn einer da Abhilfe weiß, darf er mir gerne Bescheid sagen, dass ich bei OBS einstellen kann, dass ich zum Beispiel in dem Interface sehe, welche Festplatte, also wie viel Speicherplatz die ausgewählte Festplatte hat für die Ausgabedateien und wie viel noch frei ist. Okay. Daran geht's nicht. Hier geht's lang. Das Ascheland. Also, falls da jemand Bescheid weiß, ob das geht, gerne Bescheid geben. Okay, wir müssen hier unten. Das holen wir uns gerade mal. Denn sonst muss ich halt immer ab und zu mal nach der Dings gucken, so, nach der Festplatte. Okay, jetzt haben wir auch das Teil. Jetzt können wir hier einfach diesen machen. Wenn wir das aus. Können wir das nicht aktivieren, während wir? Oder hält das nur eine gewisse Zeit? Das ist jetzt interessant. Und was kann ich hier machen? Auch nix. Wie, Frage ist, wie bekomme ich dieses rote Shit-Zeug da weg? Gibt es hier vielleicht in der Schattenwelt irgendwo eine Bombe? Ist es... Oh, guck mal einer an, du. Sehr nett. Hä? Ach so, das war derselbe... Oh, ich verstehe. Das war derselbe Dämonenkristall. Kommen wir da hoch? Geht das? Ashby? Müssen wir denn da hoch? Oder können wir auch einfach hier lang laufen? Weil irgendwas muss es da oben ja noch geben. Weshalb es da extra einen Enterhaken für gibt. Oder sind wir doof und latschen einfach? Das heißt, immer nach einer Aktion verschwindet das Reich der Schatten wieder. Gut zu wissen. Dann hätten wir das Stück Nummer 3. Nice.
Jetzt ist halt noch die Frage. Sagen Sie mir, wo ist es, das, was ich suche? Das war der falsche Knopf. Sorry. Bist du blöd, Pferd, oder was? Vielleicht da hinten, oder? Ich weiß es nicht. Wir suchen mal alles ab. Das war... Obwohl, hier geht's ja lang. Eventuell hier hinten irgendwo. Gibt's hier ein Tor, vielleicht? Gibt es auf der Karte irgendetwas, was auf... nee. Achso, wir sind ja im Schattenreich. Das heißt, wenn es was gibt, was schattenmäßig hier am Start ist, müssten wir es eigentlich sehen. Was gibt es denn hier drin? Hier gab es mal irgendwas. Aber da vorne reiten wieder die Reiter umher. Wo war das denn? Hier vielleicht? Ich bin mir da nicht so sicher. Warte mal, hier. Hier gibt's was. Das ist so ein Witz. Okay. Ich muss doch sagen, ist relativ witzlos aktuell. Ah, das ist zum Runterspringen. Was gibt's denn da oben? Ist da eine Kiste? Nee, ist es nicht. Okay. Die Dinger sind gar nicht vom Schattenreich. Nein! Komm schon, mach nicht sowas. Hä? Ah, können wir direkt damit umdrehen. Gibt es hier etwas? Auch nicht. Wofür das hier genau ist, kann ich nicht sagen. Vielleicht um hier irgendwie? Warte mal, da unten ist irgendwas. Ach so, nee, das ist nur... Das gehört nur hier dazu. Oder gehört das hier dazu? Aber allein durch das Teil, was ich da habe, müsste ich doch schon eine Kiste sehen. Oder? Sehr interessant. Ich springe hier mal ab, sicherheitshalber. Okay, hier könnte man auch hoch, aber das ist einfach nur die andere Seite. Was zur Hölle? Kann der da ernsthaft nicht rüberspringen? Wirklich? Wirklich? Ach komm, irgendwo muss es dieses Kackding doch geben. Wir suchen jetzt seit... eine Viertelstunde. Wir waren hier. Wir waren hier. Und hier auch.
Da. Ich will halt auch ungern gucken in der Komplettlösung, weil ich würde es halt schon gerne finden, weißt du? Und nicht mir abholen. Weil das ist so ein... Es gibt auch so ein eigenes Erfolgserlebnis, sag ich mal, wenn man es selber findet. Also in der Richtung war es schon mal nicht, aber da sind wir ja letztes Mal dann gegangen. Zumindest haben wir da nichts gefunden. Wir wissen einfach nur zu blöd. Vielleicht müssen wir nochmal diese Brücke gehen. Mit dem, wo man mit dem Pferd drüber laufen muss. Das ist so die einzige Möglichkeit. Ich hab da sehe vielleicht da hinten nochmal rein. Na, wir gucken erstmal hier nach dem... Wir sind da noch im Ascheland, oder? Ja, das Ascheland. Gucken erstmal hier nach der Brücke. Sei denn, es ist direkt ein anderes Gebiet hier. Komm schon. Ach nee, wen haben wir denn da? Echt jetzt, so einen machst du? Geh mir weg, du. Geh mir aus dem Bild, du Pissnase. Also noch haben wir nicht das Gebiet gewechselt. Das ist aber schon hier die Seite mit der Spinne. Aber hier, Moment. Hier sind wir vorhin nicht drüber gekommen. Wir wurden direkt abgeholt. Das könnte was sein. Ich habe Hoffnung. Jetzt sind wir im eisernen Dach. Das ist auf jeden Fall nicht, wo wir hin wollten. Ach, doch, natürlich sind wir hier schon lang. Ich bin doof, ja. Andere Richtung einfach nur. Okay, aber wo genau? Gibt es dann das letzte Teil? Es ist doch... Das war doch... Moment, ich guck ganz kurz nochmal, ob das das richtige Gebiet ist. Och man, nein, jetzt bin ich wieder. Einmal zurück, bitte. Doch, Ascheland. Gut, dann. Weiß ich nicht. Gucken wir noch mal ein bisschen rum. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz am Rand entlang von diesem, von dem Ascheland. Das ist ja nur dieses Feld da gewesen im Prinzip. Und gucken mal, ob eventuell irgendwo ein Geheimgang in der Wand ist oder irgendwas, was wir eventuell übersehen haben könnten. Boah, ist dieser Weg lang. Devil. So macht man es bestimmt nicht. Hier, ja, ja. Hä? Ah. Ich wollte schon sagen. Da sind wir wieder. Okay, wo sind wir denn gerade? Wir gehen jetzt mal nach links und folgen mal dem linken Rand diesem Ascheland. Quasi hier so. Okay, hier sind Gebilde, da oben fliegt ein riesiger Stein. Was ist denn hier? Können wir hier rein? Gibt's hier... Hallo? Da oben? Da gibt's irgendwas? Oh, da oben gibt's irgendwas. Wir gehen mal nachschauen. Wie gesagt, wir wollen alle Eventualitäten nutzen und falls es noch was im Schattenreich zu erkunden gibt, haben wir immer unsere Sadomaso-Maske dabei.